ihr Lieben, herzlich willkommen zu Türchen Nummer 15 unseres HTS Adventskalenders. Es ging jetzt gestern um das freie soziale Spiel ohne Hilfsmittel. Daneben stehen aber auch viele Hunde auf sogenannte Beutespiele. Beim Beutespiel ist es wichtig, dass nicht die Beute im Vordergrund steht, besonders wenn du so einen Beutegeier hast, sondern tatsächlich du im Vordergrund stehst. Deswegen zelebriere den Anfang eines Beutespiels, indem du das Beutestück versteckst, es dann geheimnisvoll rausholst und dann erst anfängst, mit dem Hund zu spielen. Beim Spielen mit Beute sehe ich immer wieder, dass dem Hund, zumindest dem Hund, der vielleicht nicht sofort interessiert ist, die Beute so ins Maul gestopft wird. Das führt nur dazu, dass es für den Hund noch interessanter ist, denn die Beute flieht immer vor dem Jäger. Das heißt, mach fliehende Beutebewegungen vom Hund weg. Wenn er sich stationär darauf nicht einlässt, kannst du dich ruhig mit der Beute auch bewegen und sie immer wieder fliehen lassen. Ihr könnt natürlich, wenn der Hund jetzt ein Bällchen oder sowas nicht nimmt oder eine Beißwurst, könnt ihr auch mit einem Stück Pansen spielen für die Hunde, die eher auf Futter stehen. Und dann ist es eben wichtig, wie lange man dieses Beutespiel macht. Und das hängt davon ab, was du für einen Hund hast. Wenn du einen Hund hast, der dazu neigt, Beute zu sichern, das heißt, sobald er sie hat, damit wegzulaufen, ist wichtig, dass dieses Beutefliehspiel relativ kurz ist, du ihn dann anbeißen lässt, ein ganz kurzes Zerrspiel machst und ihn dann gewinnen lässt. Weil je länger das Spiel ist und je länger er um die Beute kämpfen muss, umso größer wird sein Bedürfnis sein, mit der Beute wegzugehen. Ansonsten achtet noch darauf, dass wenn der Hund angebissen hat, dass ihr beim Beutezerren glaubhaft nachgibt. Die meisten Leute ziehen viel zu fest und ziehen dem Hund die Beute immer wieder aus dem Maul, was dazu führt, dass der Hund irgendwann keine Lust mehr hat, mit der Beute zu spielen. Wenn du die Beute hast, dann achte darauf, dass sobald der Hund eine Ruckbewegung rückwärts macht, du auch wirklich glaubhaft nachgibst. Wenn du dann nachgegeben hast und losgelassen hast, immer im passenden Moment loslassen, immer dann, wenn der Hund sich besonders um die Beute bemüht, dann setz dich hin und aus diesem Beutekämpfer wird jetzt wieder ein ganz normaler Mensch, der seinen Hund lobt, wenn er die Beute hat und ihm sagt, wie gut er mit der Beute aussieht. Dieses Loben kann dazu führen, dass die Hunde anfangen zu stolzieren und dann eben immer kleinere Kreise um euch herumziehen. Es spricht am Anfang nichts dagegen, mit einem zweiten Beutestück den Hund wieder zu sich zu locken. Achte aber darauf, dass es nicht immer so bleibt. Weil dann ist es so, dass der Hund nur zu dir kommt, weil du eine zweite Beute hast. Auch mit der zweiten Beute bitte die Beute nicht einfach rausholen und spielen, sondern geheimnisvoll die Beute herausnehmen aus der Tasche, noch ein bisschen geheimnisvolle Geräusche machen und sagen, boah, was habe ich denn da Tolles? Und dann erst in das Beutefliehspiel einsteigen. In diesem Sinne, viel Spaß beim Beutespiel.